Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, in Geldern haben wir jetzt ein paar Quests erfolgreich abgeschlossen, haben aber hier auch noch ein paar andere Quests. Verpasst mir so einen Denkzettel, töte den Druiden Thorn, Hamel der dreiste Artefakthändler unter den Sklaven, Goldteller für Laris und bring den Schaman Grimbol Schwefel. Aber ich würde eigentlich gerne mal weiter Richtung Süden gehen wollen und wissen, was da so noch gibt. Ist das dein Ernst? Vielleicht wenn wir weiter Richtung Süden gehen, an Preles vorbei, Richtung, müssten wir dann irgendwann in der Wüste ankommen. So, und das müsste ja jetzt der Weg zur Wüste sein. Aber wir gehen nochmal in Richtung Treles. Dann waren wir auch jetzt endlich mal in Geldern. Eigentlich wollte ich noch irgendwas anderes hier aufsuchen, aber... Ah, scheiß Blutfliege. Die lassen wir mal in Ruhe. Echt zu viele Blutfliegen. Snapper gibt's hier auch. Jede Menge. Und auch Wölfe. Warte mal, was ist denn das denn für eine Hütte? Ah, warte mal, hier haben wir... Aha, hier haben wir die Waldläufer. Die Goblinbeere möchte ich. So. Waldläufer, Waldläufer. Wo ist der Chef? Drinnen wahrscheinlich. Thorn. Du bist zu laut. Du vertreibst das ganze Wild. Ich bin Thorn, Druide und Krieger Adanos. Und du bist anders als die anderen. Woher glaubst du, mich zu kennen? Woher glaubst du, mich zu kennen? Du bist rastlos, Entscheider, ohne Heimat. Ich kenne das. Du bist wie ich. Wenn du zu lange an einem Ort bist, glaubst du, das Leben nicht mehr zu spüren. Und, du bist Krieger Adanos? Du bist Krieger Adanos. Sieh dir an, was die Tiere Beliars angerichtet haben in ihrer Gier. Kaum noch Menschen, die frei und ohne Angst leben können. Ich bin der Schrecken, der über die Orks kommen wird, wenn sie es wagen, die Wälder anzugreifen. Die Orks glauben, dass du einen Bauernhof bei Treles verwüstet hast. Die Orks glauben, dass du einen Bauernhof bei Treles verwüstet hast. Da haben sie auch verdammt recht. Menschen wie die Bauern, die für die Orks arbeiten, stärken ihnen nur noch den Rücken. Ich kann nicht mit ansehen, wie Menschen sich versklaven lassen, nur um ihr klägliches Dasein zu verlängern. Lieber den Tod als Lakai dieser Brut Belias. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Saat des Bösen wieder aus unseren Wäldern verschwunden ist. Bring mir bei, wie ein Druide zu kämpfen. Ich weiß, wer du bist, Entscheider. Und so weiß ich auch, dass dein Weg nicht von den Göttern bestimmt wird. Wer sagt mir, dass du die Macht der Druidensteine nicht gegen uns Druiden richtest? Stell mich auf die Probe. Stell mich auf die Probe. Geh nach Geldern und überzeuge die Menschen dort an deiner Seite, gegen die Orks zu kämpfen. Dann werde ich dich die Druidenmagie lehren, Entscheider. Erzähl mir von den Druidensteinen. Erzähl mir von den Druidensteinen. Es sind die heiligen Steine Adanos, die Quelle unseres Seins. 6 an der Zahl. 6, wie die Zahl ihrer Herren. In jedem wohnt die Kraft eines Tieres. Mein Stein ist der Stein des Snappers. Okay. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hat er hier? Druidenrobe? Waldläuferkleidung? Lederkluft und Bauernkleidung. So, Langschwert. Da gibt für ein einhändiges Schwert bietet es die optimale Klingenlänge. Gibt 150 Schaden. Wie sieht's mit meiner Waffe aus? Mit meinem Schwert?
wenn ich den hier wieder ausrüste. 140 Schaden. Aber gibt auch Gift. Egal. Wir haben den Typen gefunden. Aber ich will die jetzt hier nicht... Also, ich bin hier gegen die Orks gerade. Eigentlich. Klar, ich nehme jetzt jede Quest an. Muss ihn leider auch töten. Aber... Ah, es ruckelt. Ich weiß noch nicht, wie ich solche Quests, die sich überschneiden, hier lösen soll. Die hätte ich gerne gelöst. Ich speichere vielleicht nochmal. Wir haben ja mit dem gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir jetzt mit Torus reden. Wegen dem Typen. Hier ist noch ein Kraut. Keimwurzel. Was habe ich hier gehört? Ja, natürlich. Der muss erstmal angreifen. Aber ich habe hier irgendwas anderes noch gehört. Vielleicht war es nur der Wasserfall. Da! 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 Ja, komm, triff den doch. Jetzt muss ich wieder essen. So, das ist der letzte. Und da ist noch eine Heilpflanze oder Heilwurzel. Heilpflanze? Ne, Sonnenkraut. Okay. Hab mich vertan. Dann erstmal weiter Richtung Süden. Ach stimmt, hier muss ich ja Bescheid sagen. So, bei wem? Bei Kapot. Speicher nochmal, bevor ich mit ihm rede. Spiel gespeichert. Und jetzt. Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Diese Schwein. Ich habe mir schon sowas gedacht. Gute Arbeit. Hier hast etwas Gold. Ich hoffe, du hast Thorn dafür getötet. Nein. Schade. Dann werde ich das wohl selbst erledigen müssen. Hast du eine Nachricht für Torus? Hast du eine Nachricht für Torus? Sag ihm, dass von diesem Hof hier nichts mehr zu erwarten ist. Das war mal einer. Ich versuch das hier mal. Schwer. Verdammt. Okay, der geht aber noch nicht dahin, um zu töten. Das finde ich gut. Dann können wir nochmal zu Torus gehen. Und ihm Bescheid sagen, dass hier alles hinüber ist. Blutfliegen. Gleich zwei Stück einfach. Ich hasse die Viecher. Also aktuell noch. Ich freue mich schon darauf, wenn wir diese Giftresistenz schon haben. So, Torus. Der Bauernhof im Westen ist verwüstet. Dort lebt keiner mehr. Der Bauernhof im Westen ist verwüstet. Dort lebt keiner mehr. Wusste ich es doch. Ich kann nur hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt. Andernfalls sind wir auf die Karawanen angewiesen. Und das wird teuer für Trelis. Hier, dein Sold. Zu schwer. Okay, dann wollen wir weiter Richtung Süden. Ich will mal in Richtung Wüste. Ich will gucken, was da ist. Ob wir da auch noch ein paar Quests kriegen. Wie schwer es dort ist. Warand. Wo ist Warand?
Sehe ich ihn nirgends. Hier sind ja auch noch Bauern. Hier haben wir auch noch eine Pflanze. Alter, die Wölfe hier. Dämonenpilz. Cole? Hey, Fremder. Hast du was von den Rebellen aus Nemora gehört? Was willst du von den Rebellen? Was willst du von den Rebellen? Vor ein paar Tagen waren einige von ihnen hier. Ich wäre gerne mit ihnen gegangen. Ich bin es leid, hier auf dem Hof zu arbeiten. Lieber ein Leben in Freiheit, als ein Sklave der Orks zu sein. Was weißt du über Nemora? Was weißt du über Nemora? Nemora ist ein Rebellenlager im Westen. Die Jungs da oben sind wirklich gut organisiert. Weißt du, wo Nemora liegt? Weißt du, wo Nemora liegt? Ich war schon mal da, habe sie tagelang beobachtet. Doch ich hatte nicht den Mut, mich ihnen zu zeigen. Hätte ich's mal gemacht. Alleine würde ich nicht noch einmal versuchen, dorthin zu gehen. Ich begleite noch nicht dahin. Mama. Was willst du auf meinem Hof? Wenn du gekommen bist, die Pacht einzutreiben, vergiss es. Die Rebellen haben hier schon alles ausgeplündert. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Rebellen überfallen harmlose Bürger? Rebellen überfallen harmlose Bürger? Dieses Lumpenpack versteckt sich nur in den Wäldern, weil sie nicht ordentlich arbeiten wollen. Scheint dich nicht sonderlich zu stören, dass die Orks hier sind. Mir ist egal, für welchen Lehnsherrn ich arbeite, König oder Orks. Irgendjemand ist immer Herr von Mittelland. Wie willst du denn dein Tribut an die Orks zahlen, wenn du nichts mehr hast? Die Orks haben momentan andere Sorgen. Wenn du mich fragst, sind die Orks nicht mehr lange in dieser Gegend. Bald werden die Assassinen hier alles übernehmen. Und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Die Assassinen wollen Mittelland übernehmen? Ach, was weiß ich schon. Jedenfalls habe ich hier in den letzten Wochen mehr Assassine gesehen als Orks. Nicht weit von hier im Süden beginnt die Wüste Varant. Sieh dir doch selbst an, welche Prachtbauten sie dort errichtet haben. Mir kann keiner weismachen, dass die Orks sie aus reiner Nächstenliebe gewähren lassen. Die Orks haben Angst vor ihnen. Das ist meine Meinung. Okay, und was jetzt mit deiner Pacht? Ich sagte doch schon, die Rebellen haben mich überfallen. Unsinn. Rebellen überfallen Orks oder Söldner der Orks, aber keine Bauern. Tatsächlich. Vor zwei Tagen kamen drei Rebellen aus dem Westen auf meinen Hof. Der Kopf der Bande hieß Hengley oder so ähnlich. Er hat mit seinen Jungs meinen ganzen Hof auf den Kopf gestellt und alles mitgenommen, was er fand. Wohin ist Hengley mit deinem Gold verschwunden? Sie gingen nach Westen, von wo sie gekommen sind. Okay, zeig mal, was du hast. Zeig mir deine Ware. Nichts. Okay, Westen. Aber ich will zur Wüste Varant. Will mir das mal ansehen, wie hier die Wüste aussieht. Und die beiden hier auch noch mitnehmen. Heilpflanze, sowie den Eisenhalm. Ich hoffe, ich bin auch in der Lage, dort zu überleben. Dass er jetzt nichts ist, was mich umlegen könnte. Auf Anhieb. Speicher vielleicht noch einmal. Ich bleib jetzt erstmal noch auf der Straße. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier nichts über den Weg laufe, was mich sofort umbringt. Oh, da sieht man schon ein bisschen die Wüste, wie es aussieht. Was ist denn das? Rhinoceros? Mit denen will ich mich noch nicht anlegen. Hier nochmal eine Schlange.
Der mir jetzt hinterher. Ne, hier. Die Blutfliegen lasse ich auch immer noch in Ruhe. Das ist ein Ripper, oder? Jo, das ist ein Ripper. Ripper kann ich noch überleben. Wenn es ein Einzelner ist. Ich gehe mal so rum. An dem vorbei. Wir haben ja vorher gespeichert. Ich versuche mal an dem so vorbeizukommen. Nein, renn! Und Snapper, na toll. Ist das überhaupt noch die Straße? Sieht noch nach der Straße aus, ja. Die Frage ist, schaffe ich es auch, hier leben wieder zurückzukommen? Also ich weiß es nicht. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche Viecher. Gibt's da oben? Fleischwanzen, ja. Aber wo führt das denn? Okay, da haben wir Banditen. Schwerer Bandit. Warum habe ich kein Schild? Bleib stehen! Warum habe ich kein Schild? Wo ist mein Schild hin? Habe ich jetzt mein Schild verkauft? Die sind jetzt alle weg. Sagen, wo ist mein Schild gewesen? Wenn ich jetzt hochgehe, dann müsste ich das wohl schaffen, oder? Gegen die Banditen. Zumindest einzelne. Komm her. Was haben die aber auch für miserable Schilde? So, 100 Erfahrung. Nehme ich alles mit. Holzschild. Speicher nochmal. Und sieh zu, dass ich den nächsten angelockt kriege. Krieg ich dich doch noch. Bleib stehen. Ja, komm her. So, leichter Bandit. Nochmal speichern. Gibt es hier noch mehr von denen? Ich guck mal eben kurz hier.
Ob hier vielleicht irgendwas versteckt ist. Hier könnte doch irgendwas sein, oder? Was haben wir denn da? Kaktusblüte. Was machen Kaktusblüten? Ausdauer plus 8. Hier, Jagdgeschick, Goblinbeere. So. Ausdauer plus 25. So, das sieht aber hier mir noch ein bisschen aus wie The Canyon aus Gothic 2. So, der schwere Bandit. Bleib stehen. Der ist ein bisschen stärker. Komm, noch ein bisschen, dann haben wir den. Ja, nice. So. Das speichern wir auch. Den haben wir auch erledigt. Kann der knacken? Jo. Bleib stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die beiden jetzt schaffe. Achso, sind nur leichte Banditen. Jo, war tatsächlich leichter als gedacht. Habe ich alles eingesammelt von denen? Da. Fehlt noch was? Lag hier noch was? Ne. Okay, speichern. Einfach alles speichern. Das sind noch sehr viele von denen. Na, warte, Bürschchen. Da ist ja noch eine Truhe, die ich nicht gesehen habe. So, nehmen wir mit. Und die looten wir auch noch. So, alles mitnehmen. Speichern. Und dann die nächsten drei da. Da sind ja noch mehr. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Dir werde ich helfen. Okay, gegen zwei. Bleib stehen. Beide mit Knüppeln. Alter. Ist doch nicht deren Ernst, oder? Oh.
Jo, warte. Nein! Gut, oder bin ich? Nein! Das war jetzt doof. Das war jetzt richtig doof. Jetzt wirst du was erleben. Okay, jetzt kriegen wir nur einen von denen. Bleib stehen. Na komm her. Jetzt kommt der nächste. Mit einem richtigen Schwert sogar. Yo. Ja, besser so, als das, was vorhin war. So, dann futtern wir noch mal ein bisschen was. Ach, hier liegt noch ein Schwert. Und ich guck mal, ob ich noch ein bisschen was zum Braten habe. Vier rohes Fleisch. Ja, besser viel als gar nichts. Alter, da, wie viele sind denn hier noch? Ruckel. Ja, komm. Ja, komm her. Komm und versuch's. Diesmal schafft ihr es nicht, ne? So, das nehmen wir mit. Und die beiden dann noch. Da sind noch mal drei Truhen. Jetzt wirst du bluten. Wer hat mich gesehen? Ach, da hinten. Da gab's auch noch einen versteckt. Bleib stehen. Was hat der denn da? Ein Morgenstern? Stachelkeule. Der mit seiner Zweihandwaffe. Gibt's hier noch mehr? Ich mach dich fertig. Jo, tatsächlich. Aber der. Jetzt kommen mal drei. So. Haben wir erledigt. So, seine Armbrust gehört jetzt mir. Der hatte noch was. Irgendwo. Wo ist seine Waffe? Hier lag doch gerade noch ein. Da. Greift er mit einem rostigen Schwert an. So, und da gab es noch eine Person. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich nur noch die eine Person. Ja, geil. Haben wir alle erledigt. Alle sind tot von denen. Perfekt. So, nehme ich alles wieder mit, was die haben.
So. Was haben die in der Truhe? Das müssen wir knacken. So. Ring der Ausdauer. Ja, brauchen wir ja nicht. Aber das können wir auch speichern. Und dann können wir weiter Richtung Norden. Warte. Haben wir. Alle Truhen haben wir. Richtung Süden meinte ich, nicht Richtung Norden. Entschuldigung, da habe ich mich jetzt vertan. Das sieht nur nach einem Felsen aus. Das gibt doch nur wieder Ärger. Dir werde ich's zeigen. Noch mehr Banditen. Bleib stehen. Ist das... Das ist der Weg nach Braga. Gegen wie viele Banditen darf ich hier kämpfen? Wir haben wenigstens 20 Lernpunkte. Ich glaube, ich gehe lieber mal. Dann wird das mit der Wüste noch nichts. Ein Varant. Das sind mir einfach zu viele nervige Banditen. Dann würde ich zusehen, dass ich vielleicht meine Skillpunkte irgendwie anders sinnvoll einsetze. Und die Quests da hinten mal erledige. Vielleicht komme ich auch schon gegen die Untoten da in Gotha an. Würde ich vielleicht nochmal nach Gotha gehen und gucken, ob wir das hinkriegen dort. Irgendwas habe ich da gehört. Ach, die Snapper. Ja, komm, die Snapper können wir hier erledigen. So, müsstest du mich jetzt nicht im Visier haben? Komm her, mein Kleiner. So, nehme ich wieder mit. Esse noch mal was. Speicher noch mal. Dann machen wir den erstmal platt. Da! Jo, da kommt schon der nächste. Da! Jo! Schnell da hoch! Nein! Kein. Ich bug da noch ein bisschen rum. Das war jetzt ein bisschen doof gelaufen. Kleines bisschen sehr doof. Aber ich glaube, zur Wüste werden wir es noch nicht wirklich schaffen. Oh komm, vielleicht schaffen wir die beiden doch hier. Da! Da! Jo! Alter, der ist noch hinter mir, ja? Kommt er hier ran? Okay, nein. Das heißt, den können wir noch fertig machen. Wenn wir jetzt da runter gehen. Der ist ja jetzt nur noch alleine. Ja, haben wir geschafft. So, hier haben wir noch eine Kiste.
So, was habt ihr hier? Bisonfell, Krankheit heilen, Schrecken, Krankheit übertragen, Schlaf. Was ist mit der Truhe? Nehmen wir auch alles mit. Immer diese Schnauben, was man hier hört. Waren aus der Wüste. Liegen hier noch mehr Waren aus der Wüste? Ach so, da sind die Trolle. Alter, ich hab... Da ist wieder ein Snapper. Hier sind einfach erstmal wirklich viel zu gefährlich. Erstmal beide leer machen. Nochmal was futtern. Auch wenn die jetzt hier ein bisschen verbuggen. Speichern. Dann müssen wir gleich an die Dings hier vorbei. An die Ripper. Wo genau sind die jetzt? Guck mal, ob ich irgendwie anders an denen vorbeikomme. Ja, das sind Trolle. Ganz normale Trolle. Yo, nice. Okay, geil. Wir sind abgerollt, haben kaum Schaden bekommen. Wo führt das hier hin? Was war denn da? Was sind das? Schattenläufer? Da! Zwei Stück. Okay, Schattenläufer lassen wir in Ruhe. Wir sind wirklich noch viel zu schwach für die. Ja, wir müssen gucken, dass wir vielleicht irgendwo wirklich unser Dings hier mal auch verbessern. Wir müssen alles eigentlich verbessern. Wir müssen viel zu viel hier verbessern. Uns aufskillen. Ah, hier die Rhinos wieder. So, Blutfliegen, rennen wir dran vorbei. Lebend kriegt ihr mich nie! Wir müssen jetzt weit genug weg sein von denen, gut. Zum Glück. So, wo befinden wir uns jetzt? Kurz vor Trelis wieder. Ne, warte mal, hier. Hier haben wir Trelis und im Westen. Also hier jetzt westlich. Da ist irgendwo die Basis, wo ich hin will, von den Rebellen. Ach ne, nicht die Dinger. Und noch Wölfe. Verdammt!
Wie viel Mist will ich bauen? Ja. Da sind noch mehr von den Viechern. Was ist alles gefolgt? Achso, nur die Wölfe. Okay, warte mal. Jetzt wollte ich gucken. Ich bin hier. Ja, ich lass die ruhig kämpfen. Ich würde gerne wissen, wie ich jetzt nach Dingens komme. Hier nach Nemora. Wahrscheinlich an den Snappern hier vorbei. So. So, haben wir alle erledigt. Alle beide. Die auch gerne hier ein bisschen rumglitschen. Ich finde das lustig, wie die hier am Glitschen sind. Einfach so ein bisschen wie Wackelpudding. So. Ist Nemora da unten oder oben irgendwo? Ich gehe mal lieber erstmal querfeldein. Sind die vielleicht auf den Bergen hier oben? Weiß sich ein bisschen schwierig, die Suche. Obwohl, warte mal, da hinten könnte es sein. Da sind Skelette. Warte mal, ist das es? Ah, hier haben wir es gefunden. Wie kommen wir hier richtig runter zu denen? Ich glaube, wir müssen außen rum. Alter, was sind da? Was ist das denn bitte? Schnaubendes Urvieh. Und was ist dann das Große da? Wie soll man zu denen da runterkommen? Randall. Pass auf, wo du hinläufst. Die Gegend da draußen ist gefährlich. Was ist da draußen so gefährlich? Was genau ist da draußen so gefährlich? Der Norden von Nemora ist bevölkert von Urviechern, Kollege. Am schlimmsten sind diese großen, schnaubenden Exemplare. Komm ihnen nicht zu nahe, sonst fressen sie dich mit Haut und Haaren. Ich bin zwar ein erfahrener Jäger, aber allein würde ich mir die Biester auch nicht zutrauen. Ich werde die schnaubenden Urviecher töten. Ich werde die schnaubenden Urviecher töten. Na, da hast du dir ja einiges vorgenommen. Hier, nimm diese Heiltränke. Die Biester sind zäh. Du wirst sie brauchen. Bist du hier der Boss? Bist du hier der Boss? Das sage ich dir nicht, Fremder. Dafür kenne ich dich noch zu wenig. Okay, wer ist der Anführer? Mach dir keinen Ärger, klar? Ich klaue hier mal nichts. So, Rebell. Du hältst dich da raus. Russell. Willkommen in Nemora, Fremder. So einen kräftigen Mann wie dich können wir gut gebrauchen. Jo, wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Du könntest deine Kampfkraft für uns einsetzen. Dort, wo der Pass zur Wüste beginnt, hat sich kürzlich eine Karawane der Assassinen niedergelassen. Es heißt, die Wüstenhändler seien alle von Snappern getötet worden. Wenn wir uns beeilen, können wir die Waren aus der Wüste noch bergen. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ich werde die Waren aus der Wüste bergen. Ich werde die Waren aus der Wüste bergen.
In Ordnung. Aber pass auf die Snapper auf. Die sind sicherlich immer noch irgendwo dort in der Nähe. Am besten du hältst. Hier sind die Waren aus der Wüste. Hier sind die Waren aus der Wüste. Ich wusste, sie sind noch da. Sehr gut gemacht. Hier dein Anteil von unserem Gold. Jo, gerne. Ihr braucht noch Leute? Ihr braucht noch Leute? Wir brauchen unbedingt noch einen starken Mann, der am unteren Eingang zu Nemora Wache hält. Wenn wir nicht aufpassen, überrennen uns die Orks am Ende doch noch. Wenn du jemanden triffst, von dem du glaubst, dass er der Richtige sein könnte, bring ihn hierher. Dein Ernst? Okay, bist du hier der Anführer? Bist du hier der Anführer? Wir geben die Identität unseres Anführers nicht jedem Preis, mein Freund. Wenn die Orks spitz kriegen, wen sie töten müssen, damit Nemora zusammenbricht, ist er tot. Verstehe. Sagst du mir jetzt, welcher der Boss ist? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ah, okay. Ich denk darüber nach. Okay, also Nemora ist hier wahrscheinlich der Hauptposten. So. Darf ich hier einfach rein? So, Rebell. Lagerfeuer. Ich würde mich hier einmal kurz hinsetzen und alles braten, was ich habe. Nochmal 8 rohes Fleisch. Wir haben auf jeden Fall einen Mann unten, der hier hin will. Nur wie ich hier lebend auch hinbekommen, bei den Urviechern und so weiter. Dudley! Hi, ich bin Dudley. Ich kümmere mich um die Versorgung. Wie läuft die Versorgung? Wie läuft die Versorgung? Wir brauchen Wertsachen, Pokale, Teller, völlig egal. Verstehe, du handelst mit Hehlerware. Nun, so könnte man es auch nennen. Ich habe Abnehmer in der Wüste. Ein paar von den reichen Säcken stehen auf glänzendes Geschirr. Mhm. Brauchst du noch etwas Spezielles? Brauchst du noch was Spezielles? Wir Rebellen brauchen immer irgendwas. Beim letzten Kampf mit den Orks ist einiges zu Bruch gegangen. Allerdings gibt es etwas, von dem wir nie genug haben können. Waffen. Waffen. Etwa 10 Waffenbündel würden uns recht gut tun. Erzähl mir was über die Gegend. Erzähl mir was über die Gegend. Früher war das hier die Kornkammer des Landes. Und die Bauern haben es verstanden, ihre Reichtümer zu behalten. Ich habe von einem Bauern namens Farmon gehört, der noch eine ganze Menge Gold bunkern soll. Mhm. Weißt du, wo ich Artefakte, weißt du, wo ich Artefakte finden kann? Sieh dich mal beim Tempel von Trelis um. Der Schamane Karmak soll irgendein Amulett bei sich tragen, das seine Zauberkraft erhöht. Das ist sicher einiges wert. Mhm. Ich besorge euch Waffen. Ich besorge euch Waffen. Okay, am besten du gehst nach Trelis. Die Orks haben da eine ganze Menge in ihrer Burg. Wir brauchen 10 Waffenbündel. Okay, bist du hier der Anführer? Bist du hier der Anführer? Das würdest du gerne wissen, was? Das kann ich dir aber leider nicht verraten. Okay, Ist das dein Ernst? Gibt's hier noch mehr? Ich habe keine 10 Waffenbündel, oder wie? Rebell, Rebell. Trotzdem Rebell, gefällt mir das Rebell. Ganz und gar nicht. Ich glaube, hier kommen wir weiter runter. Und es kommt. Auch nicht. Wie kommen wir weiter runter? Ach, da hinten. Irgendwann ist doch das vorbei. Ja, klar. Also, weiter das gut reden. Ah, von der Seite kommen wir hier rein. Okay. So, Tyler. Und Finley. Wie sieht's aus? Ich warte, dass jemand vorwärts ruft. Im Grunde mache ich das, was Finley macht. Er ist mein Waffengefährte. Hm? Bist du der Anführer von? Bist du der Anführer von? Vergiss es. Ich ziehe hier mein eigenes Ding durch. Mit allem anderen habe ich nichts zu tun. Ah, okay. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was hat er hier? Ein Bastardschwert. Ich will hier jetzt aber auch nicht zu viel Dingens ausgeben. Finley. Du stehst mir im Licht, Kollege. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich warte darauf, dass endlich mal was passiert. Sich in diesem Loch vor den Orks zu verstecken, ist mir zuwider. Okay. So, du. Du bist wohl eine harte Sau, was? Du bist wohl eine harte Sau, was?
würde mich an deiner Stelle nicht mit mir anlegen. Du bist nicht der Anführer von Nemora, oder? Du bist nicht der Anführer von Nemora, oder? Anführer? Ich? Bei dem Sauhaufen? Nein, danke. Wie wär's, wenn wir Treles aufmischen? Wie wär's, wenn wir Treles aufmischen? Ah, ein Mann der Tat. Das gefällt mir. Wenn der Boss nichts dagegen hat, gehe ich mit. Am besten ist es, du wirst einer von uns. Und wie mache ich das? Sprich mit unserem Anführer darüber. Ganz einfach. Und wer ist das? Wow. Rebell und Rebell? Was kann denn schon groß passieren? So. Hör bloß auf mit der Scheiße. Befreiter Sklave? Befreiter Sklave? Befreiter Sklave? Ist schon schlimm genug, wie es Hitler. Ist. Ich grüße dich, Fremder. Komm und such dir deinen Platz in unserer Gemeinschaft. Ja, was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ich kümmere mich um die Sicherheit von Nemora. Erzähl mir mehr über Nemora. Erzähl mir mehr über Nemora. Dieser Ort ist die einzige noch ernstzunehmende Bastion der Menschen in diesem Teil der Welt. Nicht weit von hier im Osten liegt die Burg Treles. Im Süden ist der Pass nach Varant. Wenn wir nicht Acht geben, werden uns die Orks erschlagen. Oder wir werden von den Assassinen versklavt. Willkommen in der Zwickmühle. Mhm. Und warum schaust du so besorgt? Warum schaust du so besorgt? Kürzlich haben wir in dem zerstörten Bauernhof östlich von hier einen Trupp Orks gesehen. Sie sind uns schon gefährlich nahe gekommen. Jemand muss ihren Anführer eliminieren, bevor sie unser Versteck hier entdecken. Hm? Ich kümmere mich um den Ork auf dem zerstörten Bauernhof. Ich kümmere mich um den Ork auf dem zerstörten Bauernhof. Gut, aber pass auf, dass dir keiner von ihnen in den Rücken fällt. So, bist du hier der Anführer? Bist du hier der Anführer? Ich könnte dir sagen, wer hier der Anführer ist. Allerdings müsste ich dich dann töten. Kein Fremder darf erfahren, wer von uns hier der Boss ist. Ist zu gefährlich. Okay, alles klar. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, der hat auch ein Bastardschwert. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. So, wen haben wir hier noch? Rebell? Ist schon schlimm genug. Rebell? Es geht noch weiter runter. Oh, wen haben wir denn da? Treslov. Ah, Besuch von weit her. Sei willkommen in Nemora, Freund. Du bist Feuermagier? Du bist Feuermagier? Ein Magier auf der Suche nach der alten Magie. So wie alle ehemaligen Magier des Feuers, Freund. Bring mir etwas über alte Magie bei. Bring mir etwas über alte Magie bei. Nee, da kann er mir nichts beibringen. Bring mir was über Alchemie bei. Bring mir was über Alchemie bei. Permanente Tränke herstellen? Nee, lassen wir auch mal. Was machst du gerade? Was machst du gerade? Ich bin auf der Suche nach einem alten Rezept für einen Trank. Leider komme ich zurzeit nicht an die Zutaten. Hätte ich mir denken können. Okay, welche Zutaten brauchst du für deinen welche Trank? Welche Zutaten brauchst du für deinen Trank? Es handelt sich um die seltene Staudenlobelie. Oben im Westen, wo die ganzen Urviecher herumstreunen, habe ich welche entdeckt. Ich bin aber nicht wahnsinnig genug, mich mit den Biestern anzulegen. Ich auch momentan noch nicht. Ich besorge dir die Staudenlobelie. Ich besorge dir die Staudenlobelie. Das ist löblich. Ich brauche 5 Stück davon. Lass dich aber nicht fressen, hörst du? Ich überleg's mir. Wie steht's um dein Wissen über die alte Magie? Wie steht's um dein Wissen über die alte Magie? Ich habe schon eine Menge herausgefunden. Und eine Sache ganz besonders. Ich habe einen Feuerkelch gefunden. Leider habe ich noch niemanden, dem ich den Kelch anvertrauen kann. Er muss nach Nordmar gebracht werden, verstehst du? Ich bringe deinen Feuerkelch nach Nordmar. Ich bringe deinen Feuerkelch nach Nordmar. Das würdest du tun? Ein verlockendes Angebot. Aber erst brauche ich noch einen Beweis, dass du stark genug dazu bist und ich dir vertrauen kann. Nordmar ist verdammt gefährlich. Und der Kelch darf nicht in die falschen Hände geraten. Verstehst du? Schon klar. Okay. Wer ist hier der Boss? Wer ist hier der Boss? Um zu erfahren, wer Nemora führt, wirst du dir erst das Vertrauen der namhaften Leute sichern müssen. Okay, dann kann er nichts beibringen. Also, was ich haben will. Was haben wir hier? Felsnessel. Da haben wir ein mächtiges Problem. Was gibt's noch unten?
Hengli. Pass auf, wo du hier hintrittst. Wenn du hier was kaputt machst, kriege ich Ärger. Der Bauer Farmon behauptet, du hättest seinen Hof überfallen. Der Bauer Farmon behauptet, du hättest seinen Hof überfallen. Was? Ich weiß von nichts. Ein feiner Rebell bist du. Anstatt Orks zu bekämpfen, beklaust du harmlose Bauern. Psst, nicht so laut. Hier, dieses Gold habe ich Farmon abgenommen. Du kannst es haben. Wenn der Boss das mitbekommt, wirft er mich den Orks zum Fraß vor. Du nennst mir jetzt sofort den Namen eures Anführers. Oder du tust was? Mich bei unserem Anführer anschwärzen? Denk mal darüber nach, du Spinner. Okay, schade. Wer ist denn der Anführer? Wer ist der Anführer von Nemora? Das hat dir noch keiner verraten, was? Dann werde ich es dir ganz bestimmt nicht sagen. Handelst du auch mit diesem Kram? Eigentlich soll ich nur auf die Sachen hier aufpassen. Aber wenn du mir einen guten Preis machst, muss ja keiner wissen. Hey, vielleicht bist du auch an der einen oder anderen Fähigkeit als Dieb interessiert. Gegen Bezahlung natürlich. Von nichts kommt nichts. Okay, bring mir was über Diebeshandwerk bei. Was kann er denn beibringen? Das Feilschen? Wie ich andere niederschlage? Schwere Schlösser knacken? Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, 5 Punkte fehlen mir. Machen wir das. Weiter so. Und dann schwere Schlösser. Bring mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Verstehe. Du willst an die wirklich wertvollen Sachen. Halte den Dietrich nur mit den Fingerspitzen. Dann hast du mehr Gefühl. Am Geräusch erkennst du, ob du den Schließmechanismus in die richtige Richtung drückst. Ah, okay. 9 Punkte haben wir noch. So, Feilschen. Schweren Taschendiebstahl ausführen. Niederschlagen. Was übers Feilschen bei? Komm. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, da fehlt mir noch was. Niederschlagen. Dazu bist du noch nicht bereit. Was damit? Dazu bist du noch nicht bereit. 10 Diebespunkte, okay. Ah, 37 Gold erhalten. Perfekt. Okay, dann haben wir das. So, Feuernessel nehmen wir mal mit. So, und gehen nochmal hoch. Den Morgentau-Krötenwurz nehmen wir mit. Hier, Morgentau. So, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.